Der liebe Eddie Carr hat mir auf Instagram eine Nachricht geschickt. Hey Tobi, sag mal, muss man dir auf Instagram folgen, um dir eine Frage zu stellen? Könntest du mal ein Video darüber machen, wie viele Tyrannosaurus Rex es im offiziellen Jurassic Kanon aktuell noch gibt? Also erstmal zu deinem Namen, Eddie Carr, spiel nicht mit meinen Gefühlen. Die zweite Frage lässt sich auch relativ schnell beantworten. Nein, ihr werdet niemals dazu gezwungen werden, irgendeinen Kanal von mir zu abonnieren oder mir zu folgen, um bei einem Gewinnspiel mitmachen zu müssen oder um mir Fragen zu stellen, schon gar nicht. Ich finde genau das ist das Letzte, was ein Content Creator von seinen Zuschauern verlangen sollte, dass die irgendwie ein Abo dalassen müssen oder ein Follow dalassen müssen. Nein, der Grund, warum ich eben die Nachrichten über Instagram hauptsächlich annehme, ist, damit ich da einen besseren Überblick habe, wo mir jetzt jemand schreibt. Das ist der einzige Grund. In dem Fall gehe ich auf deine Nachricht natürlich sehr gerne ein. Und ich muss dir ganz ehrlich sein, ich habe mir zuallererst überlegt, ob ich das Ganze nicht einfach recherchieren soll, kurz bei Google und danach dir eine Nachricht schicken soll, ey, es gibt 9 oder sowas in der Art. Und dann habe ich mich da ein bisschen informiert und nachgeschaut, okay, welche Storyline oder welche Spiele sind jetzt überhaupt noch Kanon und taucht da ein neuer Rex auf, kannst du den mit rausnehmen? Hab das Ganze für mich aussortiert und hab dann gemerkt, ey, diese Frage ist tatsächlich sehr viel interessanter, als ich das am Anfang gedacht habe. Und ich glaube auch interessanter, als ihr da draußen euch diese Frage selber stellen könntet. Wir werden das Ganze jetzt hier mal bearbeiten. Es gibt wirklich einige coole Infos dazu. Und ja, danke für die Frage auf jeden Fall und viel Spaß mit dem Video. Also ich werde jetzt versuchen, hier mal so klar wie möglich auf deine Frage einzugehen. Ich werde die T-Rex benennen, die wir kennen, die offiziell zum Kanon dazugehören und werde auch eine Gesamtzahl nennen. Und da müssen wir dann gleich nochmal drauf eingehen. Ich weiß nur nicht, ob wir mit der Gesamtzahl der Tyrannosaurier anfangen sollten. Wir können ja erstmal ganz kurz die naheliegendsten Namen auflisten. Wir haben einmal Rexy. Die ist quasi die, naja, bekannteste T-Rex-Dame aus dem gesamten Jurassic-Franchise. Quasi der erste T-Rex, den wir jemals auf der großen Leinwand vom Jurassic-Universum jemals gesehen haben. Zu sehen ist Rexy in Jurassic Park 1, in Jurassic World 1, in Jurassic World 2 und in Jurassic World Dominion. Außerdem auch zum Teil in der Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous. Und ja, Rexy wird übrigens auch zurückkehren für die weitere Animationsserie bzw. die Fortsetzung der Animationsserie mit dem Namen Jurassic World Chaos Theory. Dann haben wir noch Buck and Doe und das sind zwei T-Rexe, von denen tatsächlich nur ein Name offiziell ist und der Name ist Buck. Also der Name Buck wurde tatsächlich dem animatronischen T-Rex gegeben von der Crew. Der Begriff Doe wurde dann von den Fans mit dazu gedichtet. Warum? Naja, weil Buck eben so viel heißt wie Bock, da geht man auf den Rehbock drauf ein und Doe ist dann eben das Reh an sich und deswegen wurde dann von den Fans eben Buck und Doe genommen. Wie gesagt, Doe ist aber nichts Offizielles, das kommt von den Fans, wurde allerdings sogar im Jurassic Park Compendium übernommen, also ja, wahrscheinlich haben dann wirklich die Fans inzwischen diesen Namen einfach etabliert. Und Buck und Doe sehen wir in Jurassic Park 2 mit einem grandiosen Auftritt, wo übrigens auch Eddie Carr leider drunter leiden muss und in zwei Teile gerissen wird. Schweigeminute für Eddie. Na, wir haben keine Zeit. Machen wir einfach weiter. Außerdem sehen wir Buck und Doe noch im Biosyn Valley, ganz zum Schluss von Jurassic World Dominion. Das heißt, diese drei T-Rexe leben auf jeden Fall immer noch. Und mir ist übrigens auch aufgefallen, dass, obwohl wir so häufig darüber meckern, dass gerade Rexy ja wirklich nahezu jeden Kampf verliert, und ich glaube einfach, jeder T-Rex verliert jeden Kampf erstmal. Gab es irgendeinen Kampf, den Rex direkt am Anfang gewonnen hat? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall müssen wir schon mal festhalten, dass Rexy, obwohl sie jeden Kampf verliert, den sie irgendwie mal angetreten hat, immer noch am Leben ist und ihre Gegner nicht mehr. Das ist mir so aufgefallen beim Recherchieren. Des Weiteren haben wir dann noch aus Jurassic Park 3 den T-Rex. Der hat auch einen Namen bekommen, den habe ich dir hier mal eingeblendet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie er genannt wird. Der Bull T-Rex, irgendwie sowas in der Art. Da weiß ich aber auch nicht, inwiefern das offiziell ist. Ich glaube, das ist auch wieder ein Name von den Fans. Kann man auf jeden Fall auch so stehen lassen, denn der Bull T-Rex hat wirklich nur einen ganz kleinen Auftritt und taucht auf der Isla Sorna auf. Und ja, hier kann man wieder die Frage aufwerfen, Tobi, ist das vielleicht aber das kleine Kind von Buck und Doe?
denn ja, wir haben ja auch noch einen kleinen Junior T-Rex, den habe ich jetzt fast ganz vergessen. Junior wurde jetzt offiziell als immer noch am Leben bestätigt. Das heißt, ich hatte auch mal ein Video zu dem Thema gemacht, warum der Bull T-Rex nicht Junior sein kann. Das habe ich dir mal da oben in der Infocard verlinkt. Das kannst du dir gerne mal angucken. Da würde ich mich sehr gerne darüber freuen, wenn ihr da mal ein paar Kommentare da lassen würdet in Bezug auf meine Erklärung, warum das eben nicht der Fall sein kann. Und ja, jetzt wurde es auf jeden Fall bestätigt, dass das nicht Junior ist, denn Junior ist laut offiziellen Angaben noch am Leben. Warum man das genau jetzt bestätigt hat, könnte daran liegen, dass wir Junior dann irgendwie zeitnah vielleicht wiedersehen in kommenden Projekten, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der Bull T-Rex, naja, sein Leben gegen den Spinosaurus gelassen. Und wenn wir jetzt schon beim Punkt Isla Sorna sind, da sollten wir jetzt vielleicht mal auf Daten eingehen, die noch so offiziell im Kanon verankert sind. Allerdings sind diese Daten, das muss man ganz klar dazu sagen, damals erschien mit dem Spiel Jurassic Park Trespasser, welches auch auf der Isla Sorna spielt. Jurassic Park Trespasser gehört allerdings nicht zum Kanon. Das war damals als kanonisch gedacht gewesen. Allerdings sind die Infos, die ich euch jetzt hier vortragen werde, immer noch offiziell im Kanon verankert. Und ich habe das Gefühl, dass man einfach vergessen hat, das so ein bisschen umzuschreiben, obwohl es vielleicht doch einfach null ändert an der ganzen Nummer. Laut offiziellem Kanon befinden sich auf der Isla Sorna vor dem Tod vom Bull T-Rex 7 Tyrannosaurier. Und da reden wir jetzt nur von den 7 T-Rex, die dort gezüchtet wurden. Das heißt, wir müssen einen T-Rex abziehen. Das ist der Bull T-Rex, der eben auf der Isla Sorna vom Spinosaurus getötet wurde. Und dann müssen wir wieder einen dazurechnen, weil Junior eben nicht in der Rechnung mit dabei gewesen ist. Weil Junior wurde ja eben auf normalem Weg von den anderen beiden T-Rex eben zur Welt gebracht. Das heißt, wir haben 7 T-Rex auf der Isla Sorna. Davon haben wir 2 in der Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous kennengelernt, denn die wurden von Mentacorp von der Isla Sorna auf die Mentacorp-Insel eben gebracht. Und das sind einmal Big E.T. und Little E.T. Die heißen im Deutschen Großfresschen und Kleinfresschen. Dabei handelt es sich um die Mutter und um das Kind. Und bei der Information habe ich so ein bisschen ganz kurz gestockt, weil ich dachte die ganze Zeit über, dass Big E.T. und Little E.T. einfach Mann und Frau gewesen wären. Wie auch immer ich darauf komme, ich meine, die Namen Big E.T. und Little E.T. geben es ja auch so ein bisschen her, dass der eine groß und der andere eben kleiner ist. Aber dass das eben Mutter und Kind sind, das habe ich irgendwie nicht so ganz mitbekommen. Das sind so die offiziellen T-Rex, die wir jetzt haben. Und jetzt können wir das hier einfach nochmal ganz kurz zusammenzählen. Wir haben 7 Tyrannosaurier, die immer noch laut offiziellem Kanon auf der Insel sind. Einen rausgenommen, sind wir wieder bei 6, einen dazugenommen, Junior sind wir wieder bei 7. Das heißt, 7 T-Rex passt. Plus Rexy mit dazu zu nehmen, wären wir jetzt laut Filmkanon bei offiziell 8 Tyrannosauriern, die eben immer noch am Start sind. Mir stellt sich dabei aber tatsächlich die Frage, wenn Mentacorp 2 T-Rex von der Insel weggeschafft hat und Biosyn sich ja damit gebrüstet hat, dass wir fast die komplette Isla Sorna leergeräumt haben, haben sie dann auch wirklich noch 5 andere T-Rex aufs Festland gebracht? Das wäre einfach mal sehr interessant zu wissen und ich glaube, wir müssen den Dino-Tracker dann nochmal ein bisschen besser im Auge behalten. Denn vor kurzem habe ich noch irgendwo gelesen, allerdings von jemandem, der jetzt nicht wirklich als Quelle dahergehen kann, aber die Person hat behauptet, dass der Dino-Tracker sich in naher Zukunft extrem updaten wird, dass wir quasi neue Dinosaurier zu Gesicht bekommen, sehr wahrscheinlich auch wegen der Animationsserie Jurassic World, Chaos Theory, vielleicht auch schon der ein oder andere Hinweis zu neuen Jurassic Park oder eben Jurassic World, zum neuen Film mit Scarlett Johansson. Das könnte ebenfalls sein, aber aktuell haben wir auf jeden Fall 8 Tyrannosaurier im Jurassic-Franchise, die offiziell am Leben sind, im Filmkanon. Dann schauen wir uns doch jetzt zum Abschluss nochmal an, wie viele Tyrannosaurier wir denn insgesamt im gesamten Jurassic-Universum jemals gesehen haben. Wenn wir mal auf Jurassic World Dominion schauen, dann haben wir da zu Beginn des Films ebenfalls einen Tyrannosaurus. Das wäre eben dann die Nummer 1. Rexy wäre dann die Nummer 2, Buck und Doe Nummer 3 und 4, Junior Nummer 5, der Bull T-Rex wäre die Nummer 6. Und dann wären noch 5 weitere T-Rex auf der Isla Sorna übrig. Und damit wären wir dann bei insgesamt 11 T-Rex, die wir im gesamten Jurassic-Franchise von Anbeginn mit am Start gehabt haben. Ich hoffe, ich konnte die Frage damit beantworten. Und wenn ihr noch weitere Fragen zu den Themen Jurassic Park, von mir aus auch Godzilla habt, schreibt mir das Ganze per Instagram. Versucht eure Fragen bitte aber auch einfach mit, keine Ahnung, Hashtag FragKaijuVerse oder so ein Kram. Nehmen wir einfach mal Hashtag FragKaijuVerse vorne rein zu betiteln und dann aber auch so kurz wie möglich zu stellen. Dann kann ich das Ganze nämlich einfach filtern und eure Fragen dann einfach direkt daraus filtern.
Das wäre mir am liebsten. Und ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Wenn ich jetzt irgendeinen T-Rex vergessen habe, dann kotze ich.